Yo, was geht ab, Leute? Ich bin Mona, herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Und ja, seht ihr, es ist dunkel. Ich bin gerade am Flughafen und so fliege ich heute nach Düsseldorf zum World Club Dome. Und ich nehme euch heute einfach mal mit, weil ich werde später noch shoppen gehen. Also es ist sozusagen ein Shopping-Vlog in Düsseldorf, Leute. Und es ist 6 Uhr. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie voll wach. Ich check es selber nicht. Ja, ich stehe jetzt hier und gehe jetzt gleich rein. Wir sehen uns, wenn ich drin bin. So, Guys. Ich hab's jetzt geschafft, ich schwöre, ich wurde noch nie in meinem Leben so krass kontrolliert. Alles wurde durchsucht, ich musste meine Schuhe ausziehen. Ich weiß nicht warum, er meint, ja, du hast gerade alles ausgelöst. Ich denke so, hä, ich habe gar nichts an. Dann mir fällt ein Scheiß, ich habe meine Kette noch an. Ich habe mein Handy in der Hosentasche und so. Ich wurde bestimmt 5 Minuten kontrolliert, aber ich bin jetzt auf jeden Fall gerade auf dem Weg zum Gate. In 2 Minuten da. Und dann ist um 6.15 Uhr Boarding und um 6.45 Uhr Abflug und dann lande ich um 7.45 Uhr in Düsseldorf. Ja, ne Leute, ich muss dann erstmal irgendwie 2 oder 3 Stunden alleine in Düsseldorf rumpimmeln, weil Dustin hat Schule, Armin ist beim Arzt und das heißt Marlon alleine in Düsseldorf. Und ich gehe dann erstmal ins Hotel, lasse meine Sachen dann kurz da, dann suche ich mir irgendwo ein Solarium. Ich hab voll Bock auf Solarium, schön warm und so jetzt steht. Ich würde sagen, sehen wir uns gleich wieder. Gelandet. Ich suche gerade eine Toilette. Eigentlich wäre ich eine Stunde geflogen, aber ich bin sogar nur eine halbe Stunde geflogen. Wir sind mit Verspätung abgeflogen und dann hat er sich gedacht, komm, er geht kick down. Ich bin einfach nur eine halbe Stunde nach Düsseldorf geflogen. Ich habe Bilder in der Zeit bearbeitet, die ihr gerne abchecken könnt auf Instagram, die einmal Instagram eingeblendet. Und ich habe das gar nicht gepeilt. Ich gucke, ich bearbeite auf einmal. Das knallt so, ich gucke gelandet. Ich denke so, what the fuck, voll krass. Ja man, ich bin das erste Mal in Düsseldorf gelandet, sonst bin ich in Köln gelandet. Oder Frankfurt und ich finde, der Flughafen ist an sich voll groß, also schön aufgebaut. Aber wenn du landest, ist es voll komisch, so voll schmal und so. Ich weiß nicht, ob das an meinem Platz gelegen hat, wo ich gelandet bin, aber irgendwie habe ich es nicht gefeiert. Auf jeden Fall suche ich jetzt eine Toilette, schon seit 10 Minuten. Und ja, da, der Weg ist das hier, das rote Ding. Seht ihr das? Nee. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Toilette gefunden und dann sehen wir uns gleich. Tschüss. Leute, einfach eine Schwebebahn. Ich wusste das gar nicht. So, Guys, ich bin jetzt in Düsseldorf endlich mal angekommen. Leute, ihr glaubt gar nicht, ich bin einfach eine Stunde lang an diesen Flughafen rumgelaufen und hab Bahn gesucht. Dann, ich rufe das an, ich schreibe ihn, ich sag, Bro, wie kommt man jetzt bei der Sache mit dieser Schwebebahn? Leute, ich bin, komm, das ist eine Schwebebahn und ihr müsst dann einfach ganz runter gehen. Und da steht halt einfach, dass die Schwebebahn euch zum Verkehr bringt, so. Das steht halt nicht, wo die Bahn ist. Und ich bin mir ungelogen, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal mit der Schwebebahn einfach hin und her gefahren am Flughafen. Ich denke mir so, Digga, wo ist denn das? Auf jeden Fall war ich jetzt gerade im Hotel. Ihr seht schon, ich habe keine Sachen mehr dabei. Hab meine Sachen im Hotel abgelegt, aber kann noch nicht ins Zimmer, erst ab 14, 15 Uhr. Jetzt suche ich jetzt gerade eine Bank. Und dann hole ich mir Geld und dann gehe ich aufs Solarium und dann sollte Armin noch fertig sein mit seinem Termin. Und dann gehen wir erstmal was essen. Ich habe richtig Hunger, ich habe irgendwie Bock. Es ist zwar erst 10 Uhr, aber scheiße, ich habe Bock auf den Adana. Auf jeden Fall, ich bin jetzt hier an der Kühe, also das Hotel ist fast direkt an der Kühe, voll entspannt. Und da vorne ist auch schon meine Bank. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, nach dem Solarium. Haut rein. Welcher Bra ist denn hier? Was geht, Bra? Bei dir? Yo, Guys, ich war auf jeden Fall gerade auf der Sonnenbank. Ich weiß nicht, ob ihr gerade einen Unterschied hört. Was? Seht! Aber das kommt ja sowieso immer erst nach 2-3 Stunden. Aber, Digga, mein Oberkörper ist todesbraun. Ich hab das eben gesehen. Und Leute, guck mal, wer hier ist! Was geht ab? Wir gehen jetzt erst was essen, Digga, oder? Ja. Tschüss. Kühlmittelniveau prüfen. Ja, ich hab das heute Morgen schon geprüft. Das ist eigentlich genug drin. Ich weiß auch nicht, was er will. Okay. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt aufs Essen. Haut rein. So, Guys, endlich gibt es was zu fooden. Da haben wir zusammen. Wir waren eben bei diesem türkischen Laden. Wir wollten eine View essen. Guck, er sagt, ja, es gibt noch Frühstück. 2 Minuten später kommt eine Kellnerin zurück. Ja, der Typ ist gerade abgekommen, der das Frühstück macht. Jetzt essen wir richtig schön deutsches Frühstück. Landliebe. Deutschland, gut, Merkel, gut. Haut rein, ich esse jetzt was. So, Leute, wir haben jetzt noch ein
anderen Spacken hinten. Hinter mir sitzt der Spacken, ihr seht den Daumen. Digga, warum? In jedem, Mann, du bist immer da, wo ich auch bin, Digga. Ja, Bruder, du Nein. Auf jeden Fall, wir sparen den Spaß jetzt nach Hause. Dann fahren wir wieder in die Stadt. Dann mit ein bisschen geshoppt, Leute, ihr wisst Bescheid. Also wie gesagt, es ist ja ein Shopping-Vlog, ich weiß, ihr habt bisher nur gesehen Hast von mir. Hast du die Schuhe schon abgeholt? Nee. In diesem Vlog, der Vlog besteht aus, Digga, ich suche ein Klo, ich muss und ich finde die war nicht. Ich schwöre. Wir sehen uns. Wusstet ihr eigentlich, dass ein Olympiasieger in Tischtennis? Ja, Armin war. Den Dinosaurier, Digga? Ich mache immer so Aufschlag. Ehrlich? Ich schwöre, ich kann so krass dann andrehen. Zwei, null. Stark. Das hat keiner gesehen. Doch, Bruder, Kamera. Warum habe ich das Gefühl, dass ich das Ding gleich gegen die Fresse bekomme? Ciao, bis morgen. Ich schwör mal, diese View sieht geil aus. Man kann das gar nicht einschätzen. Let's go. Boah, der hat miese Griff. Ah, die muss mit der sehr schön. Boah, angeschnitten, pass auf. Welcome to my crib. Ja, perfekt. Ja, Leute, wir sind jetzt im Hotel. Ich weiß nicht warum, aber. Dings, was macht ihr? Ich muss auf Klo. Okay, geh kacken. Leute, auf jeden Fall, das ist das Zimmer. Ist eigentlich übel fresh. Ich feier das. Ist ein bisschen auf Chinesisch angehaucht. Genauso wie das. Ian, wenn du kommst, ich schwöre, das wird alles leer sein. Du wirst davon nichts mitbekommen. Ja, ich feier das. Guck mal, Leute, hier MCM. Oder hier gibt's ja. Hier MCM. Ja? Hier gibt's nicht mal einen Vorhang für die Dusche. Ich weiß. So. Jetzt genug Scheiße gelabert und genug Scheiße gemacht. Jetzt geht's endlich in die City. Da! Kurz ein bisschen umgezogen. Wir beide sind nicht mehr in Jogginghose. Auf jeden Fall mir ein Hotel. War echt geil. Oder? Ja. Ich mach das so in Slow-Mo und Zoom rein. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt direkt in die City, ist 2 Minuten von hier. Und dann mal gucken, was ich mir so im Kopf. Was holst du dir? Hast du irgendwas im Kopf? Ich hab Bock auf eine Uhr, Digga. Auf eine Uhr? Ich hab Bock auf eine Uhr, ja. Sagst du kurz eine Rolli, Digga. Sagst du kurz eine Rolli, Uhr? Ja. Okay. Ja, Leute, wir sehen uns gleich. So, Guys, jetzt geht's ab zum Bräuniger. Und das meinte gerade, die haben da die ganz neue Off-White-Kollektion. Ja, yeah, man. Und das ist eigentlich gut, aber auch schlecht für mein Portemonnaie. Oder, Armin? Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Lass mal einen MCM-Hund kaufen. Wollen wir? Ich sehe aus wie ein Schaf, Digga. Aber irgendwie ballert das. Irgendwas hat die, Digga. Von hinten ist der total krank. Ja. Aber von vorne. Dreh dich mal. Sieht von hinten mies geil aus. Ja, aber guck mal von vorne. Ja, okay. Von vorne kackt. Ich schwöre, das passt zu meinen Haaren. Ich schwöre, Leute, schreiben in meine Kommentare. Sieht aus wie ein Schaf. Jetzt könnt ihr mich Schaf nennen. Meine Haare sind fresher, weil ich. Das fällt. Ich finde das fest voll billig an. Ich schwöre, ja, wie ein Teppich. Ja, ich schwöre, wie mein Teppich, den ich früher zu Hause hatte, wo Angel drauf gepisst hat. Das war mein Lieblingsteppich. So, Leute, wie ihr seht, sind wir gerade im Auto und eigentlich wollten wir in die Stadt gehen. Wir waren noch kurz 10 Minuten in der Stadt. Und dann habe ich einen Zettel bekommen. Dann hat er einen Anruf bekommen. Wow. Perfekt. Dann hat er einen Anruf bekommen von Leon. Ey, yo, Bro, dein Auto wird gleich abgeschleppt. Geil, Digga. Und jetzt parken wir das um und holen eine andere ab. Träume Kristallen, der Ballermann, er lässt sie tanzen nach Orimalle. Meine Bünde sind so dick, ich kann sie nicht spalten. Leute, das Lied, ne?
Ich und Dustin anders. 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 Schreibt mal rein. Der Vlog ist ja jetzt gerade ein Vlog-Shopping-Vlog eigentlich, aber irgendwie passiert hier nur fällt mir so auf. Habt ihr Bock auf einen Carpool? Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und dann machen wir einen Carpool. Vielleicht haben wir den auch schon gedreht. Das weiß man nicht. Also ob ihr liked oder nicht, da wird sowieso ein Kopf fallen. Entschuldigung. Wissen Sie, wo hier ein Carpool ist? Bitte? Wissen Sie, wo der Carpool ist? Nee, schade. Okay, schade. Wissen Sie, wo der Carpool ist? Nö. Nö. Digga. Oh mein Gott, ich hab euch ja vorhin gesehen. Ja? Ja, in der Lobby, ich sag's ja. Ach, du warst... Hier, du bist die ganze Zeit im Ballern. Tut uns leid. Kein Stress. Es geht, genau. Valentina. Hi, Dustin. Dustin, warte, Marlon. Ja. Marlon. Der mit den Locken. Der mit den Locken, nein. Das waren die Leute, die habt ihr vorhin schon gesehen. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Das ganz schön, dass man das beim Straßenverkehrsamt meldet, dass du im 70, 80 Minuten statt nett hast. Okay. Okay. Dankeschön. Danke. Ja. Sag mal, wann bin ich 70? Ich hab meinen Titel gesaved für das Video. So, ich kaufe mir jetzt eine Jacke, Leute, aber ich weiß, ich verrate es noch nicht. Welche seht ihr dann anschließend in der Hall? Also ich zeige eventuell am Ende des Videos die Klamotten oder in separaten Video. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr das Video bis zum Ende guckt. Oder das dann. Was ist das eigentlich für Bewegung? Digga, ich fühl den Beat oben. Ich finde, die Musik ist echt ganz entspannt, muss man schon. Das ist so. Muss man ja. Genau. Leute, was ich mir hier gekauft habe, seht ihr eventuell am Ende des Videos. Also guckt es auf jeden Fall bis zum Ende. Ist ja leise. Die müssen bis zum Ende gucken. Nee, wie gesagt, seht ihr eventuell am Ende des Videos oder in einem separaten Video. Das heißt, eventuell kommt eine XXL Haul. Also stay tuned. Hallo Guys, was geht ab? Und zwar bin ich jetzt mittlerweile schon wieder zu Hause. Ich habe vergessen, das Outro in Düsseldorf zu drehen. Deswegen werde ich es jetzt hier drehen. Auf jeden Fall, ihr kennt es. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, teilt das Video, kommentiert es und freut euch auf jeden Fall auf die Haul, die in 2 Tagen rauskommt. Deswegen würde ich sagen, Glocke aktivieren und haut rein. Bis zum nächsten Mal und Peace.